und ich begrüße Sie zur wöchentlichen Presseschau. Und das sind unsere Themen. Polen verkauft immer mehr und kauft dabei immer weniger. Arbeitslosenrate im Februar auf stabilem Niveau. Polen entwickelt sich zum immer wichtigeren Outsourcing-Zentrum. Verfassungstribunal erklärt die PiS-Novellierung als rechtswidrig. CD-Projekt machte großes Geld mit The Witcher. Kommt jetzt der nächste Knaller? Die Meldungen im Einzelnen. Polen verkauft immer mehr und kauft dabei immer weniger. Nach den vorläufigen Daten, welche vom Statistischen Hauptamt, kurz GUS, veröffentlicht wurden, hat Polen im vergangenen Jahr Waren im Wert von 178,7 Milliarden Euro ins Ausland verkauft. Arbeitslosenrate im Februar auf stabilem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitssuchenden zurückgegangen. Im Vergleich zu Januar blieb sie unverändert. Das Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales bezifferte die Arbeitslosenquote auf 10,3%. Polen entwickelt sich zum immer wichtigeren Outsourcing-Zentrum. Die Outsourcing-Branche wächst im Extremtempo und entwickelt sich langsam zu einem der wichtigsten Wirtschaftszweige. Man spricht von einem beeindruckenden Wachstumstempo von 15% im Jahr. Das Profil der Outsourcing-Zentren habe sich in den letzten Jahren verändert. Es sind nicht nur sogenannte Callcenter, sondern auch IT-Zentren entstanden. Man spricht auch von einer Abkehr von den Großstädten. Immer mehr Zentren werden auch abseits der großen Metropolen erbaut. Unternehmen haben gemerkt, dass man gut ausgebildete Mitarbeiter auch in der Provinz findet. Polen bedeutet nicht nur Großstädte. In die polnische Outsourcing-Branche investieren vor allem Amerikaner, Deutsche, Briten, Italiener sowie Franzosen. Weiter hinten sind die Unternehmen aus Japan und Korea. Verfassungstribunal erklärt die PiS-Novellierung als rechtswidrig. Der Streit um das Verfassungstribunal geht in die nächste Runde. Am Mittwoch entschieden die Richter, dass der geplante Umbau der wichtigsten Institution im Lande verfassungswidrig sei. Zumindest die Vorschläge der Regierung. Nach dem Urteil des Tribunals sei die Justizreform, die von der polnischen Regierung noch im letzten Jahr verabschiedet wurde, teilweise verfassungswidrig. Es handelt sich dabei um die für das Urteil benötigte Zweidrittelmehrheit, die Richterzahl und die chronologische Behandlung der Fälle. Die Regierung habe im Dezember gegen Legislationsregelungen verstoßen. Zudem soll die Novellierung die zuverlässige Arbeit des Tribunals erschweren, erklärte der Vorsitzende des Verfassungsgerichts Andrzej Sepliński. CD-Projekt macht großes Geld mit The Witcher. Kommt jetzt der nächste Knaller? Hunderte Millionen haben sie mit dem Spiel The Witcher 3 verdient. Insgesamt 800 Mal wurden sie mit Preisen auf der ganzen Welt ausgezeichnet. Das polnische Unternehmen CD Projekt will sich jedoch nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen und arbeitet bereits an einem nächsten Knaller. Der große Erfolg von The Witcher motivierte das polnische Unternehmen zum Kampf mit globalen Game-Giganten. CD Projekt erhofft sich Großes vom neuen Spiel, welches bald auf den Markt gebracht werden soll. Cyberpunk 2077, das seine Premiere im nächsten Jahr feiert, ist nach Angaben des Unternehmens noch spektakulärer als The Witcher. Das war die Presseschau. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.